Train Company. Halt! Echt! Ihren Company. Schuld! Liebe Österreicherinnen und Österreicher, hochverehrte Gäste, die finsteren Zeiten sind vorbei. Nach zweitägiger Belagerung bin ich nun glücklich, die Dritte Republik Österreich ausrufen zu können. Österreich ist endlich frei. Vielen Dank auch an das Bundesheer für die Kooperation. Da alles so unblutig vonstatten ging, denke ich, reicht es bis heute Abend noch, den Platz zu bewachen. Danach können Sie abrücken. Wir werden dann wieder an die zivilen Stellen übergeben. Und ich verspreche Ihnen, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Ich wiederhole mein Ehrenwort. Im Laufe des nächsten Jahres beginnen wir von Wien aus mit ersten demokratischen Wahlen. Vielen Dank. Feuer! Meine Herren, ich danke Ihnen. Ohne Sie und Ihre Kameraden wäre das alles heute hier nicht möglich gewesen. Ich salutiere vor Ihnen. Vielen Dank und noch viel Spaß mit der Dritten Republik. Wir befinden uns hier vor der neuesten Anschaffung der österreichischen Kriegsmarine, der Prinz Eugen II. In Ermangelung einer Küstenlinie mit Rädern für den Landbetrieb ausgestattet. Hinter mir befindet sich das Fliesenlegegerät FLG-7. Damit lässt sich ein Badezimmer militärisch exakt in unter 2 Sekunden verfließen. Fugen exklusive. Das Bundesheer ist eine Armee des 21. Jahrhunderts und somit auch mit den Problemen des 21. Jahrhunderts konfrontiert. Mit diesem Fahrzeug bereitet man sich vor auf Klimawandel und Ausbreitung der Sahara bis nach Niederösterreich. Ein Militärputsch verlangt natürlich auch Opfer. So wartet dieser arme Mann seit Beginn der Operation auf seinen Piloten. Wir sehen hier die neueste Anschaffung der Aufklärungseinheiten des Bundesheeres, die Infobox IB 2000. Mit ihr erhält man Informationen über Stärke, Bewaffnung und Standort des Feindes, sogar in mehreren Sprachen. Die Piloten, Hubschrauberpiloten des österreichischen Bundesheeres, kennen die Gefahr und wissen, wie man mit ihr umgeht. Das Kampfgestrüpp KG-85, die Gefechtshecke auch für den Heimgebrauch, für Beruf und Hobby. Hinter mir sehen wir Elemente der Landesverteidigung, Grenzbefestigungen, welche im Ernstfall den Vormarsch des Gegners aufhalten sollen. Aus einem ganz bestimmten Grund heute hier eingetroffen. Sie haben das vielleicht mitbekommen, es wurde die letzten 2 Tage und heute auch noch die Hofburg belagert durch Einheiten des Bundesheeres, ja, um einen reibungslosen Ablauf garantieren zu können. Und erfolgreich konnte ich heute früh die Dritte Republik ausrufen. Und woraus besteht, wer sind unsere Politiker? Nun, derzeit hoffe ich nachher noch einen Herrn Fischer als Interimspräsidenten einsetzen zu können. Natürlich können wir nicht sofort eine neue Regierung haben. Es müssen demokratische Wahlen organisiert werden. Mein Name von der Partei Die Partei. Nachdem ich heute erfolgreich die Dritte Republik Österreich ausgerufen habe, möchte ich Sie bitten, als Interimspräsident die Staatsgeschicke zu leiten, bis eine neue Regierung eingesetzt werden konnte. Vielen Dank. Einen schönen Tag noch. Danke.